Ja, liebe Freunde, heute wieder ein Budget-Smartphone. Diesmal ein Smartphone der besonderen Art. Ich sage euch dann noch in der Einblendung einige Worte dazu. Wie immer holen wir das zunächst raus. Es ist von Allcall, ein neuer, unbekannter chinesischer Smartphone-Hersteller. Standardzubehör, muss ich nichts mehr dazu sagen. Wisst ihr besser als ich, diese Kurzanleitung hat sogar eine deutsche Passage, also für Anfänger, die dann dieses Phone wahrscheinlich nutzen werden, einwandfrei. Ja, das ist natürlich eine Überraschung. Ein Full Metal Body, also ein vollständig aus Metall bestehender Körper nebst Rückwand. Das ist ein sehr guter optischer Eindruck und ist natürlich auch mechanisch sehr robust. Hier die üblichen Elemente mit Mikrofon, Lautsprecher. In der Front ist sogar ein Fingerabdrucksensor eingelassen. Das ist auch eine Überraschung für ein Budget. An der Seite der Schacht hinten eine Dualkamera und ein Flashlight. Also das ist dann schon eine tolle Ausrüstung. Wo der Pferdefuß ist, das werde ich euch gleich in einen Kommentar ein wenig mit einer Einblendung berichten. Ja, hallo liebe Freunde, warum komme ich heute wieder mal ins Bild? Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe euch ja in der letzten Zeit doch ein paar Gurken zugemutet, also Low-Budget-Smartphones. Viele haben Interesse an diesen unter 100 Euro kostenden Smartphones. Heute habe ich wieder so ein Low-Budget-Smartphone. Und das ist letztendlich der Grund dafür, dass ich wieder mal vor der Kamera erscheine. Leute, wenn dieses Low-Budget-Smartphone, 5 Zoll Smartphone habt ihr jetzt beim Auspacken schon gesehen, einen anderen Sock hätte, also nicht diesen unsäglichen MT6580, ein 32-Bit Sock mit 4 Kernen, mit einer unsäglich langsamen Grafikeinheit und natürlich keinem LTE-Modem, wenn das Ding einen anderen Sock hätte, und da muss man gar nicht so doll viel drauflegen, dann wäre es ein Knaller. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Natürlich wieder der Einstieg. Suche nach der Message-LED, die gibt es und die funktioniert einwandfrei. Ich sage, dieses Smartphone, dieses Budget-Smartphone glänzt durch einen hervorragenden Bedienungskomfort. Alles, was man sich wünscht. Smart Gesturing, Double Tap to Wake, Fingersensor. All das ist tatsächlich vorhanden. Da bin ich ein wenig überrascht. Also neben dieser hervorragenden Optik kommt noch ein sehr nettes, einfaches und gut bedienbares User Interface. Ich zeige euch das hier. Ich erläutere jetzt nicht etwa alle Einstellungen. Android 7.0, das ist also auch schon etwas Modernes. Wie gesagt, der MT6580 hat bereits Android 7.0 zur Verfügung. Hier kann man natürlich auch Hintergründe ändern, man kann das seinen Wünschen entsprechend anpassen. Ihr habt ja beobachtet, dass der frontseitige Fingerabdrucksensor super und stabil arbeitet, den kann man auch zum Navigieren nutzen. Ihr seht ja, da sind Onscreen-Tasten drin, die sind nicht jedermanns Sache, also auch der Fingersensor, wenn er dann konfiguriert ist, dient als Rückkehr. Taste. Schauen wir mal in die Display-Einstellung. Natürlich eine von Umgebungslicht abhängige Steuerung der Helligkeit ist vorhanden. Auch dieses Gesturing über das Handy streichen mit wechselnder Bilder. Also da ist wirklich alles konfigurierbar, was ihr bei einem Komfort für Wünsche habt. Hier kann man also ein bisschen die Tasten wechseln. Man kann sie leider nicht ausblenden, man kann halt die Tasten etwas verdrehen. Hier kann man sogar die Farbe für die Message-LED konfigurieren. Also das ist doch schon ziemlicher Bedienkomfort. Ja, es gibt auch ein Software-Update über das Wi-Fi. Im Moment steht nichts an. Jetzt schaue ich mal das Display an. Das ist natürlich immer ganz wichtig.
kein Clouding, völlig gleichmäßig ausgeleuchtet, hell. Das zeigt diese Einblendung. Allerdings übersteuert man das Schwarz dann schon etwas kräftig, sodass nicht immer die Seitenblickstabilität der Farben besonders gut ist. Insbesondere bei Schwarz sieht man, dass es sich verfärbt, aber erträglich. Mir ist ein Smartphone mit einem hellen Display im Freien natürlich mehr wert als ein schräger Blick auf das Display selbst. Natürlich ist die Codec-Umsetzung nicht so besonders. Also alle üblichen Videos sind abspielbar, aber es sind auch ein paar, bei denen ihr Probleme werden habt, aber der SOC bietet an sich da an der Stelle auch nicht mehr und auch die Konkurrenz nicht. Gut, mich stört nicht die geringe Performance, die kann man verkraften, mich stört die Tatsache, dass hier ein 32-bittiges Android benutzt wird und dass leider kein LTE-Modem integriert ist. Das sind so ganz wesentliche Eigenschaften, die mich stören. Natürlich zwei Finger Touch ist auch nicht so toll. Aber zur Überraschung gibt es sogar einen Magnetsensor, der auch funktioniert, neben den drei üblichen in dieser Budget-Klasse. Hier könnt ihr das gut erkennen. Kurzen Blick drauf. Und das GPS, Leute, das ist auch eine totale Überraschung mit hoher Genauigkeit, wenn es auch nur ein System vom Himmel holt, aber die Genauigkeit ist frappierend. Hier alle Frequenzen, aber eben keine LTE-Frequenz. Der Empfang ist stabil und gut. Wir nehmen mal die Mailbox als Test. Der Näherungssensor war das, der funktioniert also auch. Nachrichten für Sie vor. Sobald eine neue Nachricht auf Ihrer Mailbox eingegangen ist, werden Sie über eine Kurznachricht im Display Ihres Mobiltelefons. Also hier hat man sich nicht die Mühe gegeben, einen Stereo-Ausgang zu fegen. Nein, der kommt tatsächlich nur aus der rechten Seite. Ja, hier wird etwas übersteuert. Hier seht ihr, liebe Freunde, das Wi-Fi auch völlig ausreichend empfindlich, gut stabil. Auch da werdet ihr keine Probleme haben. Also bis auf den LTE-Empfänger, alle Empfänger arbeiten gut. Es ist wenig vorinstalliert, dazu gehört auch nicht YouTube. Deshalb hole ich mir das nach. Das kann man also mit dem Play Store locker runterholen, der natürlich vorinstalliert ist. Also hier seht ihr auch, wie gut das in der Hand liegt. Also mir ist das ein optischer Leckerbissen. Eins, zwei. Eins, zwei. Das war die Sprachqualität. Wenden wir uns der Kamera zu. Hallo liebe Freunde, eine Dualkamera. In der Rückansicht, in der Frontansicht eine 2-Megapixel-Kamera. Die Dualkamera nach hinten ist auf 13 Megapixel interpolierbar. Alle Funktionen sind bereit. Hier dieser Bokeh-Effekt, der hier auch gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Ob man den braucht, das weiß ich eher nicht. Er bildet also sozusagen eine Unschärfe ab, sodass man Objekte rausstellen kann. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das braucht. Aber der integrierte Sony, der arbeitet sehr gut. Das werdet ihr im Anschluss an die Bilder sehen, wenn man auch manchmal mehrfach fokussieren muss, um die Bilder ausgeglichen belichtet zu haben. Was nicht so doll gut ist, das zeige ich euch gleich in einer Einblendung, ist der Autofokus bei Videoaufnahmen. Hier noch für Spezialisten ein paar Screenshots. Also die Performance, okay, die ist im Keller, aber das interessiert eher an der Stelle gar nicht. Sicher ist es, es ist keine Playware drauf, auch keine Multimedia-Lücke kann ich entdecken. Und die Kaspersky Security Suite findet auch keinen Befund. Das war's. Zunächst. Und jetzt schauen wir uns das Video an im Nahbereich. Also hier seht ihr, das sind schon sehr überzeugende, scharfe Aufnahmen. Jetzt schwenke ich, eigentlich müsste das jetzt nachfokussieren. Ihr seht, in der Ferne gibt es Strommasten.
die können nur dann gut abgebildet werden, wenn ich jetzt mit der Hand nachfokussiere, dann sind die also auch im Bild gut sichtbar. Ich schwenke wieder zurück und überlasse euch jetzt die Beurteilung. Also im mittleren Bereich bleibt der Fokus gut erhalten. Nah muss man dann schon ein weiteres Mal nachfokussieren, was ich jetzt auch wieder tue. Okay, schön scharf. Aber der Fokus arbeitet leider nicht sehr selbstständig. Ich werde euch auch ein paar Bilder einblenden, die jetzt gleich im Anschluss kommen. Auch da sage ich, bin ich total überrascht, ne? Wie man mit so einer Budgetkamera derartig gute, scharfe Bilder zeichnen kann. Also da habe ich schon weitaus schlechtere Kameras gesehen, auch teurere. Handys haben nicht immer einen so guten Eindruck hinterlassen. Das ist das JPEG-Grün, aber hier seht ihr diese Aufnahme, da ist ja sogar das ferne Detail scharf. Das ist die Selfie-Kamera, die habe ich einfach mal gedreht, die hat natürlich keinen Autofokus und das bin ich. Was hat mir gefallen? Das Design hat mir gefallen, der Metall-Unibody hat mir gefallen. Die vielen Features, die man nutzen kann, ein sehr lichtstarkes Display und das starke GBS. Was mir nicht so gefallen hat, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist eben dieser miserable 32-Bit-Sock und der Hybrid-Dreh. Das war's, liebe Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.